Niantic hat die besondere Attacke für Logok angekündigt, die man während des Pokémon Go Community Days bekommen kann, nämlich, Achtung, das wird eine überraschende Meldung sein, Loe Kanonade, passt doch irgendwie zum Namen, Logok. Außerdem die ersten Tickets für das Pokémon Go Fest sind rausgegangen, die erste Welle war am Start, aber keine Sorge, nicht traurig sein, wer jetzt nicht gezogen wurde, es wird noch weitere Wellen geben, ich erkläre das vielleicht noch ganz kurz, aber am 19. Mai, also schon in wenigen Tagen, Termin frei halten, wird von 15 bis 18 Uhr der Flamly Community Day stattfinden und der Bonus, dreifacher Fangsternenstaub. Queststapel vielleicht ein bisschen vollfüllen, schon eine Himbeere dem Pokémon geben, dass man sie dann schneller fangen kann. Die momentane mittlere Box vielleicht kaufen, da sind nämlich genügend Sternenstücke drin für die gesamte Dauer. Dreistündige Lokmodule, Shiny Flamly wird höchstwahrscheinlich eingeführt. Nein, Quatsch, sorry, das muss ich gar nicht so sagen, denn diesmal stand in der Ankündigung offiziell, dass es eingeführt wird. Und die besondere Attacke jetzt eben, Loe Kanonade, die wir auch schon zum Beispiel bei Glurak hatten. So, ich habe mir ja das Ganze schon mal angesehen und durchgerechnet mit Kampfsimulatoren. Und dadurch wird Logok an sich im Vergleich zu seinem anderen besten Feuer-Moveset auf jeden Fall schon mal spürbar, bedeutend stärker. Das heißt, wenn es um Logok geht und man eine Feuer-Attacke sucht, Kombination, benötigt man idealerweise dann die Community-Day-Attacke. Aber feuermäßig haben wir so Geschichten wie Lavados, Entei, denen wird Logok vermutlich nicht das Wasser reichen können, aber als Titel des besten nicht-legendären Feuerangreifers ist es doch trotzdem ganz nett. Also das ist mal meine Prognose, mal schauen, wie es dann tatsächlich ist. Und noch dazu ist Feuer und Kampf, hat auch nicht gerade jedes Pokémon diese Kombination, von daher gibt es bestimmt manche Situationen, wo ein Logok dann besser geeignet ist und in manchen Situationen wegen Typ, Effektivitäten, Schwächen dann vielleicht nicht so sehr. Gut, aber das war erstmal alles, was ich eigentlich dazu sagen wollte. Ich werde, wie ich das jetzt vermutlich immer mache, wenn die Candies reichen, jedes meiner Shinies auch dann komplett zu Logok entwickeln. Falls jemand ein Shiny Lucky Logok mit der Attacke gerne hätte, dass man das im Nachhinein auch noch tauschen kann. Gut. Dann die Pokémon Go Fest Tickets für Dortmund. Da hat die Bewerbungsphase geendet und zwar am 15. Mai, also hoffentlich, wenn ich das Video hochlade an dem Tag, um 16 Uhr. Und schon kurze Zeit danach klingelt es in allen Gruppen, ich glaube so um 16.20 Uhr bis 16.30 Uhr, ging schon die erste Welle raus und einige meiner Freunde, also die, die sich zumindest beworben haben, haben schon eine Zusage bekommen. Die haben nun ab sofort 48 Stunden Zeit, die Tickets für sich und drei weitere Freunde, super, hyper, beste Freunde, oder auch nur für sich oder wen auch immer zu kaufen. Und wenn die das nicht machen, landen die möglichen Tickets wieder im Topf und es wird eine neue Welle gezogen. Also wer nicht direkt bei der ersten Welle dabei war, keine Sorge. Ich denke mal, da besteht definitiv noch eine Chance, dass man gezogen wird. Und bei der Gelegenheit auch noch einmal eine so häufig gestellte Frage. Man kann nur in Dortmund das Eventgebiet, also den Westfalenpark, betreten. Das ist ein abgesperrtes Gelände, da ist ein Zaun drumherum. Da kommt man nur rein, wenn man genau für den Tag ein Ticket hat. Das wird so häufig gefragt, kann meine Frau mit, kann mein Mann mit, können meine Kinder mit. Nur wenn die Pokémon Go spielen und für diesen Tag ein Ticket haben. Ansonsten darf man den Park nicht betreten. Sollte sich diesbezüglich noch was ändern, werde ich das ankündigen, aber das ist so der momentane Stand der Dinge und ja, es gibt nun mal ein Maximum an Leuten, die in diesen Park hinein dürfen, aus Sicherheitsgründen vermutlich, und mit den Tickets, die können nicht, keine Ahnung, zigtausende Tickets verkaufen, dann nimmt jeder noch Begleitungen mit, sodass sich das vervielfacht und man dann viel zu viele Leute hat und die, die ein Ticket gekauft haben, vielleicht nicht mehr rein dürfen, weil der Park schon voll ist. Das geht natürlich nicht. Also nur mit gekauftem Ticket an Pokémon Go Spieler. Gut, kleine kurze News-Update-Folge. Ich drücke natürlich nach wie vor allen die Daumen für ein Dortmund-Ticket, bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.